Weltweit dabei sein. Wenn es darum geht, etwas Großes zu schaffen. Das ganze Know-how, die vielfältigsten Kompetenzen immer wieder zu bündeln, damit etwas Bleibendes entstehen kann. Innovationen für heute und für morgen. Frankfurt, internationaler Finanzplatz und Messezentrum. Hier lebt Lorenz Thalacker. Er arbeitet an einem neuen Wahrzeichen für die Frankfurter Skyline. Dem Marienturm, in prominenter Lage im Bankenviertel. Der 155 Meter hohe Büroturm wird unter anspruchsvollen Nachhaltigkeitskriterien realisiert. Eine der größten Herausforderungen besteht im engen Terminplan. Während oben noch Etagen betoniert werden, erfolgen unten schon die Fassadenverkleidung und der Ausbau. Lorenz Thalacker leitet den Innenausbau. Hier auf unserer Baustelle, dem Marienturm von Frankfurt, spielt die Baulogistik eine sehr große Rolle. Denn in der engen Innenstadt haben wir keinen Platz für Lagerfläche. Deswegen wird On-Demand beliefert, mit ca. 30 Lkw am Tag. Hochtief realisiert den Marienturm im partnerschaftlichen Prefair-Verfahren. Bau soll und Kosten, etwa für die hochwertige Ausstattung, wurden in einer intensiven Pre-Construction-Phase mit dem Kunden gemeinsam ermittelt. Die Grundlage für alle Arbeiten. Hochtief zählt weltweit zu den führenden Hochhausbauern. Gerade in Frankfurt hat diese Kompetenz Tradition. Der Marienturm ist der 20. Skyscraper, den wir hier realisieren. Prag mit seiner berühmten historischen Altstadt. Seit 1881 gehört auch das Neurenaissance-Gebäude der Staatsoper dazu. Seit 2017 wird es komplett restauriert. Jan Krischczek ist Projektleiter von Hochtief in Tschechien. Bei der Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Prager Staatsoper wird größter Wert darauf gelegt, den Originalzustand wiederherzustellen. Dabei werden sämtliche technischen Einrichtungen renoviert und die gesamte Technologie des Theaters erneuert. Bis zu 120 Spezialisten arbeiten hier jeden Tag auf einer Gesamtfläche von fast 3 Quadratkilometern. Im Auditorium mit seinen historischen Verzierungen werden die Deckengemälde in Handarbeit restauriert. Handwerkliches Können, für das wir die Erfahrung und die richtigen Experten haben. Damit Geschichte für die Zukunft bewahrt werden kann. Bis 2023 durchläuft der zweitgrößte Flughafen der USA, LAX in Los Angeles, ein Modernisierungsprogramm in Milliardenhöhe. Dazu gehört der Bau des Midfield Satellite Concourse durch Turner Construction. Don Wells ist als General Superintendent verantwortlich für die reibungslosen Abläufe auf der Baustelle. Bei der Planung und Abstimmung aller Gewerke des Terminal-Neubaus kommt BIM, Building Information Modeling, zum Einsatz. Alle Pläne liegen auf der gesamten Baustelle digital vor und werden täglich aktualisiert. Dieser Flughafen ist einer der wichtigsten Airports der Welt. Und wir stehen vor einer Herausforderung im Hinblick auf Logistik, Technologie und Zeitplan. In nur 2,5 Jahren werden 12 neue internationale Gates errichtet. Innovation wird großgeschrieben. Passive Tageslichtbeleuchtung für die Innenräume und ein kühlendes Dach machen den Komplex auch energietechnisch fit für die Zukunft. Den Zugang zu den Terminals verbessert künftig eine automatisierte Hochbahn. Den People Mover soll ein von ACS Hochtief geführtes Konsortium realisieren. Der Public-Private Partnership-Auftrag, kurz PPP, umfasst Planung, Finanzierung, Bau und Betrieb über 25 Jahre. Der St. Lawrence-Strom im Zentrum von Montreal. Mit einem PPP-Auftrag der kanadischen Regierung wird auch hier Neues geschaffen. Die New Champlain Bridge. Hochtief gehört zum Konsortium Signature on the St. Lawrence Group. Verantwortlich für Design, Bau, Finanzierung, Betrieb, Wartung und Renaturierung des Projekts. Kanada ist Pionier in Sachen PPP.
So werden notwendige Innovationen finanziell möglich und sind dabei höchst effizient. Jack Fury arbeitet bei der Hochtieftochter Flatiron, die Teil der Bauarbeitsgemeinschaft in Montreal ist. Die existierende Champlain Bridge gilt als eine der meistbefahrenen Brücken Kanadas, jährlich überquert von gut 50 Millionen Fahrzeugen. Die neue 3,4 Kilometer lange Brücke entsteht in 42 Monaten. Um den Zeitplan zu erfüllen, wurden in einem modularen Prozess Beton- und Stahlteile vorgefertigt. Während der Vorbereitungsphase konnten wir eine Anlegestelle, einige Docks und einen Anlegebereich errichten. So konnten wir Fertigteile und verschiedene Stahlkonstruktionen aufbauen. Für den Einbau wurden sie auf Frachtkähnen transportiert. Die Champlain-Brücke hat eine geplante Lebensdauer von 125 Jahren. Ein neues Symbol für Montreal. Hong Kong Island. Coleman Wong ist auf dem Weg durch Wan Chais dichten Morgenverkehr. Zu seinem Baustellenbüro beim Central Wan Chai Bypass Projekt. Bei dem Vorhaben entsteht eine 4,5 Kilometer lange Ausfallstraße, dreispurig in beide Richtungen. Und ein 3,7 Kilometer langer Tunnel, der 2018 in Betrieb geht. Er soll das hohe Verkehrsaufkommen entlang des bestehenden City-Korridors deutlich mindern. Eine der größten Herausforderungen für dieses Projekt war es, das Tunnelsystem 20 Meter unterhalb der südlichen Zufahrtsrampe des Cross Harbour Tunnels zu errichten. Hier fahren täglich fast 100.000 Fahrzeuge. Leighton Asia ist als Hongkongs führender Anbieter für die Installation technischer Systeme auch verantwortlich für Bau und Konstruktion von drei Lüftungsgebäuden. Das Projekt nutzt neueste Brandschutztechnik und ein hochmodernes Luftreinigungssystem zur Säuberung der abgesaugten Luft. Bislang einmalig in Hongkong. Für ein grünes städtebauliches Design ganz im Sinne einer nachhaltigen Infrastruktur. Für eine der größten Städte der Welt. CIMIC mit Sitz in Sydney ist ein führender internationaler Baukonzern mit Kompetenz für Bau- und Minenprojekte, Mineralienverarbeitung, Wartungs- und Betriebsleistungen. Seit mehr als 70 Jahren ist CIMIC wegweisend bei Mineninnovationen. Zu den umfassenden Eigenleistungen zählt der Abbau von Rohstoffen über und unter Tage mit modernsten Methoden und Technologien. Eingebettet in die hügelige Landschaft des australischen New England liegt die White Rock Solar Farm. Hier ist Andrew Timms von der CIMIC Group Betreibergesellschaft UGL unterwegs. Andrew ist als Projektmanager verantwortlich für Design, Bau, Konstruktion, Inbetriebnahme und Energiegewinnung der White Rock Solaranlage. Ein 20 Megawatt Photovoltaikprojekt, das für Goldwind Australia realisiert wird. Nach Fertigstellung dieses Projekts wird die Region als Zentrum für erneuerbare Energien gestärkt. Wir werden die Kompetenzen von UGL für Bau und Beschaffung auch im Bereich erneuerbarer Energien nutzen. UGL ist für die Integration der Hochspannungs- und Niederspannungs-, Steuerungs- und Überwachungssysteme in das bestehende Umspannwerk verantwortlich und gewährleistet so eine störungsfreie Anbindung an das unter Spannung stehende Netz. Der Solarpark liefert 46.000 Megawattstunden an erneuerbarer Energie und deckt damit den jährlichen Bedarf von 8.000 Haushalten in Australien. Hochtief. Weltweit arbeiten wir für innovative und nachhaltige Hochbau-, Tiefbau- und Infrastrukturwerte. Werte, die über Generationen hinaus in die Zukunft weisen.
Sie sind Footprints for the Future.